Moin moin Leute, willkommen zurück bei XCOM 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben untätiges Personal im Labor und in der Krankenstation. Ja, aber was soll ich machen? Ich kann da aktuell nicht wirklich was dran ändern. Und wir brauchen es auch nirgendwo anders. Es ist schon wieder ein bisschen länger her, dass ich aufgenommen habe. Deswegen muss ich mal eben gucken. Das kann weg. Das kann weg. Okay, dann bleib halt da. Ich wollte hier Kontakt herstellen. Und dann haben wir hier die nächste Alien-Einrichtung. Und hier war doch so ein starkes Alien, genau. Der Schlangenzug ist in 2 Tagen fertig. Den würde ich... War da gerade ein UFO? Das können wir uns sparen, denke ich. 50 Einnahmen. Oh ja, da ist ein UFO. Was mache ich denn jetzt? Ich würde gerne den Schlangenzug haben. Und ich glaube, wir machen dann hier die Codex-Herren-Koordinaten, erforschen wir. In der Zeit sammle ich mal ein bisschen Infos. Oh, mir war gar nicht bewusst, dass jetzt schon UFOs nach uns losgeschickt werden. Ist denn das düstere Ereignis? War das jetzt doch schon fertig? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Hier ist kein düsteres Ereignis angezeigt. So, der Schlangenzug ist fertig. Sehr schön. Habe ich, glaube ich, auch noch nie bisher benutzt, oder? Und jetzt... Ah ja, der Bolzenwerfer wird auch noch fertig gemacht. So, Darky ist in einem Tag wieder da. Okay, pass auf, Darky. Und, Mox. Wir machen hier mal dann kurz noch einen Tag, damit die... Oh! Habe ich schon genau O gesagt? Genau wie der, in dem wir den Commander gefunden haben. Oberflächlich ja. Von der Funktion A, Commander. Sehr gut. Fangen wir an. Wir wissen, dass Advent-Soldaten die genetischen Eigenschaften von Menschen und Aliens aufweisen. Eine erste Untersuchung ließ mich vermuten, dass dies auf Modifikationen an Menschen zurückzuführen war. Gefangene oder vielleicht sogar unwissende Freiwillige. Besuchen Sie noch heute Ihren Advent-Rekrutierer. Aber die Realität sieht leider völlig anders aus. Die Advent-Soldaten aus der Einrichtung, einschließlich des Exemplars vor Ihnen, wurden produziert. Jeder Soldat verfügt über einen einzigartigen genetischen Code. Überwiegend menschlich, aber mit einigen offenen Fragmenten. Offen für was? Für jede beliebige DNA, die Advent einfügen möchte. Sektoid, Muton, selbst die Spezies, die unsere Soldaten Berserker nennen. In allen Fällen fungiert das menschliche Genmaterial als Bindeglied, das die Stränge zusammenhält. Menschliches Material. Wie das Zeug aus der Geheimeinrichtung. Genau. Es ist die Schlüsselkomponente ihrer Soldatenproduktion. Also haben wir die ganze Zeit gegen uns selbst gekämpft. Sozusagen. Aber ich glaube, es steckt noch mehr dahinter. Die menschliche DNA in diesem Exemplar unterscheidet sich in einem Punkt von allen entschlüsselten Sequenzen aus der Schattenkammer. Psionische Empfänglichkeit. In Anbetracht der Masse der involvierten Stränge kann das kein Zufall sein. Der Untersuchungsvorgang in den Kliniken. Avatar. Die Macht eines nach dieser Vorlage erschaffenen Wesens ist unvorstellbar. Central, hätten wir es nicht vor Fertigstellung des Vorgangs abgefangen? Ich weiß, Doktor. Setzen Sie die Forschung fort. Melden Sie sich, wenn Sie etwas finden. Okay. Gut, dann sind wir jetzt hier sogar doch schon weitergekommen mit dem Stasis-Anzug. Und wir könnten jetzt ein neues Schattenprojekt, die Avatar-Autopsie. Ah, alle anderen müssen fertig sein. Verdammt. Habe ich denn noch Forschung über? Ja, sieht so aus. Modulare Sturmgewehre. Neu entwickeltes Rahmensystem für Sturm, also möglich einzusetzen. Ja, warum nicht? Ich gebe Bescheid, sobald wir etwas Spruchreifes haben. Ja, bevor wir jetzt irgendwie gar nichts forschen, sollten wir das doch lieber machen. So, Mox und Darky sind auch wieder da. Wollen wir jetzt den Einsatz einfach mal starten hier? In Neu-Indonesien? Ich wäre dafür. Es gibt hier 15 Feinde, 175 Vorräte, Phantom, Archon, Codex, Elite-Schildträger, schwerer Mech und Chrysaliden. Also der schwere Mech ist die einzige mechanische Einheit. Das bedeutet, wir brauchen jetzt nicht unbedingt Bluescreen-Geschosse oder so mitnehmen. Sollte reichen, wenn wir irgendjemanden mitnehmen, der die Rüstung zerfetzen kann, denke ich. Okay, so, wie sieht unser Team aus? Erstmal sieht unser Team so aus, dass ich alle Leute rausschmeiße und dann sämtliche Sachen wieder freigebe. Und dann schauen wir mal. Also, Unimond ist weg, Kevin ist müde. Ansonsten kann ich aus den Vollen schöpfen.
Ach, Kevin ist müde, dann kann ich Elena. Kamerad Julimond, das stimmt überhaupt nicht. Ach Mist, das ist wieder verbuggt, ne? Sekunde. Kevin. Ah, warte mal. Obwohl, wir könnten natürlich, Phil. Obwohl, wen haben wir denn hier unten noch? Xanaron als Grenadier. Ja, pass auf, wir nehmen mal Xanaron mit. Und Phil. Vielleicht bekommen wir die ja irgendwie nochmal zu Freunden. Grenadier und Spezi haben wir. Dann würde ich gerne einen Sniper mitnehmen. Sind wir wohl in so einer... Sind wir eher auf offenem Feld oder nicht? Obwohl, wir können natürlich auch jetzt durch das Alien-Gewehr... Durch das Alien-Gewehr ist es eigentlich egal. Wenn ich Day mitnehme... Ach ja, Day ist mit Unimond. Okay, und der ist in einer verdeckten Aktion. Dann bleibt Day hier, dann nehmen wir Unschuld und Ems mit. So, jetzt haben wir jeden einmal. Dann könnten wir jetzt ja zum Beispiel noch Mox mitnehmen. Und Darky, Darky wäre noch ein Sniper, ne? Vielleicht nehmen wir ihn hier noch mit, den Templer. Den Templer und... Muss irgendjemand noch befördert werden? Ja, Elena eigentlich. Ja doch, komm, dann nehmen wir Elena halt mit. Dann haben wir jemanden zum Scouten. Dann ist das unser Team, Leute. Das ist unser Team. Fangen wir mal eben mit Xanaron an. Xanaron, du bekommst auf jeden Fall die Brandbombe. Dann nimmst du noch die Gasbombe mit, ne? Oder obwohl, Säurebombe zerfetzt halt mehr. Wie viel zerfetzen macht das Ding hier nochmal? 2. Ja, dann nehmen wir lieber nochmal die Säurebombe mit, die zerfetzt Rüstung. Halt, warte mal, hat das schon nicht eben zerfetzt? 5? Okay, dann habe ich mich verlesen. Ja, ja, passt. Und was nimmst du noch mit? Soll er die Bluescreen-Geschosse mitnehmen oder nicht? Ich glaube nicht gegen den... Vor allem, er kann die Rüstung sprengen mit seinen Granaten. Er bekommt... Was bekommt er denn jetzt noch? Die Drachengeschosse meinetwegen. So, du bekommst natürlich eine bessere Strahlenkanone mit 4 Fehlschussschaden oder Chance auf Bonusaktion. Ja, machen wir Fehlschussschaden. So, damit ist Xanaron ausgerüstet. Phil wird natürlich zu unserem Medic, das bedeutet, er bekommt ein Medikit. Außerdem gebe ich ihm nochmal den Schädelstecker mit. Dann bekommt er das Disruptor-Gewehr und ist damit eigentlich perfekt ausgerüstet. Ems, das fällt uns auch nicht allzu schwer. Ems bekommt die Krallengeschosse, würde ich sagen. Gebe ich ihr den Rage-Anzug? Ah, der Schlangenanzug. Gesundheit 5, Mobilität 1, Ausweichen 35. Das ist heftig. Erfrierung trifft dein Ziel mit dem Kletterhaken Fredes ein. Humanoide Adventsziele können auch aus der Deckung gezogen werden. Okay, der ist geil. Vielleicht gebe ich den mal unserem Sniper mit. Ist ja, warte mal, 5, 1, 35. Der macht 6, 2, 25. Hiermit kann man noch geiler ausweichen. Ja, du bekommst heute mal wieder den Rage-Anzug. Außerdem bekommst du natürlich das Arashi, du bekommst das Katana, die Shredder-Kanone. Und was hatte ich ihr eben gegeben? Krallengeschosse würde ich ihr gerne geben. So. Das hat unser Sniper mal... Oder der Nahkämpfer wegen... Wegen Dingens. Der würde schön nah rankommen können dann auch, ne? Kann ich dem einfach auch eine andere Rüstung geben? Templar, Servorüstung? Ne, kann er gar nicht. Der kann keine anderen nehmen. Naja, gut, okay. Hat er nicht inzwischen auch schon... Habe ich dir nicht bessere Waffen gegeben? Der konnte keine besseren Waffen nehmen. War das so? Ich glaube. Er bekommt mal ein bisschen Rüstung zusätzlich dann. Er könnte noch eine persönliche Kampfsimulation nehmen. Fokus, ja, warum nicht? Was weg ist, ist weg. Unschuld. Du bekommst jetzt einfach mal den Dingensanzug. Sekunde. Den Schlangenanzug. Geil, sieht das denn aus? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel von dieser Rüstung tatsächlich aus neuem Material besteht und wie viel davon Taigen direkt aus der Viper selbst herausgeschnitten hat. Wir haben sie auch nicht wirklich testen können, also viel Glück da draußen. Sie hat halt jetzt ein bisschen weniger Gesundheit. Das ist nicht so wild. Sie hat aber eine erhöhte Ausweichchance und kann einen weniger gehen. Aber hey, du bist sowieso ein Sniper. Du bekommst die Nachtlanze, du bekommst die Nachtkralle. Und was könnte ich ihr jetzt noch geben?
Vielleicht sollte ich ihr lieber die Crit-Schaden geben. Ems, gib das mal wieder zurück. Du bekommst die Strahlengutweste, die ist super. Weil sie so schön Nahkämpfer ist, ja. So, und Unschuld, du bekommst die Krallengeschosse. Ich mag die Krallengeschosse. Okay, Elena, du bekommst zum einen das Imitationsgerät und du bekommst deine persönliche gute Waffe. Und jetzt möchte ich einmal noch ganz kurz schauen, ob ich den Templer noch... Ranger, kann ich versuchen. Brauche ich aber nicht. Ich habe das Katana und ich habe diese geile Axt, ne? Ey, guck mal, meine Vorräte. 1337. Ha, nice. Lead. Okay, gut. Leute, wir starten den Einsatz. Ich habe lange genug hier rumgeeiert, würde ich sagen. Wir sind recht gut ausgerüstet, denke ich. Und ich hoffe, dass wir auch, trotzdem wir ein paar Soldaten mitgenommen haben, die nicht die höchsten Ränge haben, hier ganz gut über die Runden kommen werden. Hoffe ich. Würde mich freuen. Die ein oder andere Beförderung wäre bestimmt drin. Also Ems, Phil und Unschuld müssen nicht mehr befördert werden. Die anderen drei, Xanaron, Elena und der Templer, müssen noch befördert werden. Deswegen ist es gut, dass wir die mal mitnehmen, denke ich. In der Schattenkammer diese Koordinaten abbringen. Wir vermuten, dass es sich hierbei um seinen Ursprungsort handelt, aber wissen es nicht genau. Nach dem Kampf, den uns dieses Ding geliefert hat, ist vor Ort sicher mit schwerem Widerstand zu rechnen. Viel Glück. Danke. Okay, mal schauen, ob wir das Glück gebrauchen können oder ob wir einfach nur Pros sind heute. Es ist schon ein sehr unterschiedlicher Truppen. Und die Anzüge. Wir haben 5 unterschiedliche Rüstungen dabei. Feindpräsenz aktuell unbekannt. Aber es ist ein No-Name dabei, Leute. Unsere Position ist okay, wir sind verborgen, sehr schön. Wir haben 5 unterschiedliche Rüstungen. Wir haben Rage, wir haben den Vipern-Anzug, wir haben Elena, wir haben den Templer und wir haben halt unsere normalen Soldaten. Sehr interessant. Sophia, warte mal, wie sieht's erstmal aus? Von der Karte her sind wir hier am Rand, hier in der Ecke so mehr oder weniger. Hier geht's deutlich nach oben. Wie weit geht's nach links? Auch noch recht weit. Okay, dann würde ich sagen, renn du mal hier vorne hin. Ich rücke aus. Wir können ja erstmal hier so rüber gehen und schauen, was da so los ist. Und danach geht Elena erstmal. Oh, oh shit, flankiert. Nicht flankiert, Schwein gehabt. Elena. Elena geht mal hier hin. Elena kann so schön nah ran. Und wir bringen vielleicht sogar unsere Leute jetzt schon in Position, würde ich sagen. Wir haben dort einen Phantom. Ah, Mist. Ems kommt leider nicht in die Deckung dort. Okay, schade. Dann geht Ems hier in die schwere Deckung. Alles klar. So. Der Templer kommt auch nicht so weit, leider. Geht mal hier hin. Hat ein bisschen Angst, dass die andere dort jetzt aufgedeckt wird, wenn wir Pech haben. Xanaron. Kommt gar nicht weit, leider. Ist hier Deckung? Nein. Das heißt, der wäre flankiert. Ich frage mich, warum der, also... Warum das hier keine Flanke ist. Ja, komm, Xanaron geht dorthin. Unschuld. Sniper muss jetzt nicht unbedingt so mega weit nach vorne rennen. Vielleicht hier in die schwere Deckung. Könnte schon reichen. Unschuld könnte den... Wo hätte sie ihn eben hinklettern können? Ah, hier drauf. Ja, das wäre ja unsinnig. So, du musst auch irgendwo in Deckung kommen, Phil. Geh mal dahin. So, Unschuld ist die einzige, die jetzt noch dran wäre. Ich könnte jetzt starten, mache ich aber nicht. Das wäre totaler Quatsch, Leute. Unschuld geht in Deckung. Überwachung läuft. Okay, sie gehen weg. Sie bewegen sich nicht weit. Das ist super. Chrysalid. Ich weiß nicht mehr genau, was die Chrysaliden machen, wenn sie sich so einbuddeln. Okay, 4 Chrysaliden, 15 Gegner waren es insgesamt. 5 Chrysaliden, 10 und die 3 da unten. Wow. Oh nein, ah, das Tor. Da kam ein Torwächter, richtig? War das so? Ich glaube, da kam ein Torwächter, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Elena rennt mal über die Flanke, würde ich sagen. Ich vertraue Ihnen.
sehr gut. Geh dahin. Sie bleibt natürlich in den Schatten verborgen. Okay, du bist als Letzte diesmal dran. Ems kommt schon sehr weit, da würde sie entdeckt werden. Ich hoffe, dass sie dort nicht entdeckt wird. Ich sehe den Typen ja nicht. Warte mal, Phil, geh du mal hier hin. Sieht Phil von hier etwas? Nee. Geh mal hier hin, Phil. Phil geht automatisch auf Feuerschutz. Ich bin mir ein bisschen unsicher, Leute, ob der Archon mich dort sieht. Aber warte mal. Guck mal, hier würde mich jemand sehen. Der Archon ist maximal 2 Felder weiter. Das heißt, ich dürfte hier eigentlich nicht aufgedeckt werden. Bewegung, Bewegung. Wenn doch, ist jetzt Fail. Okay, sehr gut. Der Nahkämpfer. Geht dorthin. Ich sehe den Weg. Nee, du bist noch nicht. Xanaron. Ach, Xanaron kann schön weit. Geht dorthin. In Ordnung. Dürfte auch nicht von hinten Flanke bekommen oder so, weil Elena dort auch steht und niemanden gesehen hat. Unschuld. Könnte noch ein bisschen näher kommen. Und los jetzt. Und hier die neue. Die neue geht hier hin. So, wenn sie mir jetzt wieder entgegenkommen, dürften sie mich eigentlich nicht enttarnen. Sind sie da einfach stehen geblieben? Tatsächlich. Jetzt sehe ich den einen sogar wieder. Okay, wenn Unschuld jetzt einfach einen Schuss raushaut, 100%. Auch dort 100%. 70 Crit-Chance. Was ist, wenn ich, ach nee, ich könnte einen Raptor-Schuss höchstens auf. Ja, soll ich das tun? Mehr Schaden gegen das Phantom? Ich weiß es ja nicht. Wir hatten mehr ein Archon? Nee. Ich glaube ein Dingens. Vor allem den kann ich critten, ne? Ich hau mal einen Raptor raus. 16 gekrittet. Sehr schön. Okay, ist nicht so wild. So, der hat noch 4. Den können wir vielleicht im Nahkampf jetzt umhauen. Mit unserem Templer. Ah, die kommen uns sogar entgegen. Das ist doch so schön, ne? Okay, obwohl ich den sogar flankieren könnte. Auf die anderen bekommt man keine Flanken, richtig? Ich glaube, richtig. Boah, dass Elena nicht aufgedeckt wurde, ey. 100% auf den hat Xanaron auch. Macht aber Xanaron macht viel zu viel Schaden, als dass ich den da jetzt wegballern möchte. 10 bis 12. Ich hätte mit Xanaron später schießen sollen, Leute. Okay, der Archon brennt. Verbesserte Zielgenauigkeit. So, ja, pass auf, Phil. Du siehst den und den. Das ist doch doof. Wieso sieht. Muss auch den anderen sehen, Phil. Immer noch nur 2. Ems sieht alle. 45 auf den da hinten. Sie könnte theoretisch Sturm und Schuss machen, aber also sie könnte sogar Nahkampf rennen. Macht sie mal. Dass sie schon mal ein bisschen Schaden austeilt. So, 10 Schadenspunkte. Okay, Elena, wie sieht's bei dir aus? 100% auf den. 100, auch 100. 5 bis 6. Kriegst du den anderen down? 1, 2, 3. Ah, sie müsste eine 6 würfeln, ne? Sie müsste eine 6 würfeln, um es zu schaffen. Wie viel macht denn der andere im Nahkampf? Okay, der tötet ihn auf jeden Fall. Dann kann Elena den töten mit 100%. Der ist auf jeden Fall tot. Sei denn, es ist ein Streifschuss. Dankeschön. 14 Schadenspunkte sogar gekriegt. Und nein, aufgedeckt. Damn, Son. Das ist ärgerlich. So, die neue darf ja auch noch. Von hier sieht sie den. Sie macht aber, glaube ich, zu viel Schaden. Obwohl das theoretisch ja auch egal ist. Er macht den fertig. Sehr gut. 2 Fähigkeitspunkte für XCOM verdient.
Er hat noch das Momentum. Geht dann hier hin. Okay, warte, wenn sie jetzt dran ist, Phil. Guck mal, hier sieht Phil ihn. Hoffentlich lohnt sich das. Ich hoffe, dass du triffst, Phil. Damit du den Abschuss bekommst. Ich weiß, du hast zwar schon. Bist zwar schon komplett befördert. Dankeschön. Aber natürlich, Ems sammelt direkt auf. Ein Illyrium-Kern. Geil. Aber natürlich ist es mir lieber, wenn Phil den Kill sich holt, als die neue. Ich probiere dann lieber meine Leute zu pushen, ne? Wenn die hier zum Beispiel auch stirbt, ist es auch nicht so wild für mich. Natürlich wäre es cooler, ohne Verluste durchzukommen. Alles klar. Da muss Xanaron die Granate reinballern diesmal. Also Codex und zwei Leute mit Schild. Okay. Gut, Leute, ich würde sagen, mit denen befassen wir uns allerdings beim nächsten Mal. Ich hoffe, die Folge XCOM 2 hat euch gefallen. Ich würde mich immer freuen, wenn ihr Kommentare oder auch eine Bewertung da lasst. Vielleicht sogar beides, wer weiß schon. Und ich sage einfach mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.